Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial an diesem Tage. Und das heutige Tutorial wird sich mit der Piano Roll beschäftigen und außerdem dann noch mit Akkorden, die man da halt einstellen kann, schon vorgefertigte Akkorde und auch die Aufnahme vom MIDI-Keyboard und wie man das MIDI-Keyboard mit dem Programm verlinkt und ja, noch so ein paar andere Einstellungen, die ziemlich praktisch sein können. Also seid gespannt und ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an mit der Piano Roll. Die findet ihr hier oben. Ach, da meine ich, das dritte Symbol. Und ja, öffnen wir mal. So sieht die aus. Von weiter weg. Das ist die Piano Roll. Das erste, was ich jetzt mache, ich füge erstmal ein Klavier hinzu oder ein Piano. Das mache ich mit dem Step Sequencer. Rechtsklick, Insert und dann FL Keys. So. In den Presets kann man sich dann noch eins aussuchen. Ich nehme einfach mal das Konzertpiano. Ah, ich habe schon wieder vergessen, auf leise zu stellen. Moment. Ich denke, so ist besser. Gut, dann mal weiter. Hier in der Piano Roll seht ihr halt die hohen und die tiefen Töne und momentan habe ich noch den Kick gewählt. Deswegen klicke ich auf den Pfeil und gehe auf Konzertpiano. So, jetzt kann ich mal zeigen, hohen Töne und die tiefen Töne. So, hier ist auch wieder Pinsel und Stift, genau wie in der Playlist. Beim Pinsel kann man halt ganz viele hintereinander zeichnen und wenn man den Stift nimmt, nur einen und den dann direkt verschieben. Ist also genauso wie in der Playlist, auch mit Löschen, Muten, Cutten, also aus Slicen oder auseinanderschneiden. Hier die Auswahl, die könnt ihr auch mit Steuerung und der Maustaste machen, auch genau wie in der Playlist. Und scrollen könnt ihr auch genauso, auch wieder gedrückte Steuerungstaste und das Mausrad. Hier, da wo ABC steht, da könnt ihr aussuchen, wie die Tasten aussehen sollen. Zum Beispiel so halt, mit den Begriffen direkt drauf oder nur die Tasten. Und ja, eigentlich nur die beiden Einstellungen. Ich lasse es so. Und zu diesen beiden Sachen komme ich gleich nochmal. So. Wir können jetzt eine Melodie hier hinzufügen, indem wir den Stift nehmen und dann einfach irgendwas hier reinmachen. Sehr spannend. So, man kann natürlich auch zwei Noten gleichzeitig spielen, dann macht man einfach hier drüber nochmal eine. Und meinetwegen hier unten auch nochmal. Man kann nämlich auch drei oder noch mehr, so viel wie man will. Jetzt hätten wir schon mal einen Akkord. So, aber wenn man die Akkorde nicht per Hand reinzeichnen will quasi, dann kann man auch diese Einstellungen nehmen. Man geht hier oben auf den Pfeil und wählt sich Chord. Hier seht ihr einige Akkorde. Die meisten, die Keyboard spielen von euch, die werden das wahrscheinlich schon kennen. Die häufigsten Akkorde, die man so nimmt, sind Major und Minor, also Minor. Und ja, wenn ich Major nehme, dann sieht das so aus. Dann ist direkt schon der Akkord fertig zum Abspielen. Und Minor kann ich auch mal einfach nehmen. Hört sich so an. So, jetzt wisst ihr schon mal, wie man Akkorde hier reinkriegt. Wenn ihr es wieder weg haben wollt, geht ihr einfach wieder auf Chord und dann auf Known. Oder Shift und N. So, jetzt wisst ihr, wie ihr Töne in den Piano Roll kriegt. Und ja, was ich jetzt noch zeigen wollte, ist, wie ihr euer Keyboard mit dem Programm verknüpfen könnt und dann die Noten einspielen könnt. Euer MIDI-Keyboard meine ich. Und zwar geht ihr da auf Optionen und dann MIDI Settings. So sieht das aus. Mein Keyboard ist jetzt schon aktiviert. Wenn ihr ein ganz neues habt oder das Programm noch nicht benutzt habt mit dem Keyboard, könnt ihr es halt installieren, ganz normal. Und dann müsst ihr eigentlich nur diese Einstellung hier aktivieren und dann klappt es schon. Hier steht auch schon Active. Falls es nicht hier drin stehen sollte bei euch, dann klickt einfach mal auf Rescan.
Und dann sollte es erscheinen. Und wenn nicht, dann, ja, dann weiß ich auch nicht genau, was da passiert ist. Also dann habt ihr wahrscheinlich nicht richtig installiert oder so. Müsste eigentlich normalerweise funktionieren, wenn alles richtig gelaufen ist. So, ich habe es halt aktiviert, nehme ich das mal. Und um jetzt Noten aufzunehmen, gehe ich hier auf Record und Everything. So. Jetzt seht ihr auch, die Aufnahme leuchtet, der nimmt aber noch nicht auf. Erst wenn ich auf Play drücke. Und das mache ich jetzt auch mal. So, man hat schon gehört, das Timing stimmte nicht immer. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt mal ranzoome, die sind nicht immer genau im Step. Also hier wäre zum Beispiel jetzt richtig. Und ich habe halt hier gespielt. Und hier, die sind auch nicht gleich. Der Anfang ist nicht gleich. Die beginnen also zu einer unterschiedlichen Zeit. Record wieder aus. Also man hört halt, die spielen nicht gleichzeitig. Und man könnte natürlich jetzt alle verschieben. So. Und wenn die zum Beispiel jetzt so wären, also so leicht überstehen und ich den dann verschiebe, dann ist der hier immer noch falsch. Also der rutscht immer direkt ein ganzes Stück. Um so ein Feintuning hinzubekommen, da drückt er einfach auf Alt und verschiebt dann. Da könnt ihr stufenlos verschieben. Oder ihr drückt Alt und Q. Dann könnt ihr das alles quantisieren. Und das sieht dann so aus. Ich gehe mal wieder raus hier. Alt Q, wie gesagt. So. Und jetzt seht ihr hier die roten Linien. Und an diesen Linien werden jetzt die Noten angepasst. Die werden also zurechtgeschnitten und gedrückt. Und jetzt kann ich nochmal gucken. Die haben jetzt alle das perfekte Timing. Außer, dass sie halt noch nicht am Step anfangen. Deswegen kann ich sie jetzt nochmal verschieben. Die fangen alle ein bisschen zu früh an. Zack. Ihr seht, jetzt sind die immer in den Linien ausgerechnet und alle hören auch wieder an der nächsten Linie auf oder halt an so einem kleinen Kästchen. Das liegt an diesem Alt-Q, was wir gemacht haben. Das war halt die linke Hand, jetzt nochmal die rechte Hand. Zack. So. Mal abspielen.